Ja, es ist so schön, vor Gott zu sein. Wir dürfen mutig vor seinen Thron kommen, in seiner Nähe sein, in seiner Gegenwart sein. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder zugeschaltet habt zu unserem Online-Gottesdienst. Und es ist mir eine außerordentlich große Ehre, dass ich über Gott sprechen darf. Ich darf über seine Liebe sprechen. Ich darf über seine Gnade sprechen. Bevor ich das tun möchte, möchte ich gerne ein Gebet mit uns sprechen. Warum bete ich vor der Predigt? Es hat einen ganz bestimmten Grund. Unser Reden über Gott ist abhängig von Gottes Reden zu uns. Ich möchte, dass seine Gedanken zu mir kommen, dass ich all das sagen kann, was heute für uns wichtig ist. Herr, ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gnade. Und meine Bitte an dich ist, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns begegnest und dass du selbst dich uns mitteilst und wir verstehen können, was dir wichtig ist für unser Leben. Amen. Ja, der moderne Mensch möchte gerne alles begründet haben. Er möchte eine Erklärung für die Dinge bekommen. Und es hat einen ganz bestimmten Zweck, ein ganz bestimmtes Ziel. Der Mensch möchte gerne die Dinge in dieser Welt im Griff haben. Wir wollen das Warum dahinter verstehen. Warum lässt Gott eigentlich solche Dinge und Krankheiten wie Corona zu? Warum ich, fragen sich vielleicht in diesen Tagen viele Menschen, warum muss ausgerechnet mich dieses Unglück treffen? Eine kleine Geschichte zu Beginn. In der vergangenen Woche habe ich eine Trauerfeier gehalten. Und es ist schon ein sehr seltsames Erlebnis, mit ganz, ganz wenigen Menschen so eine Trauerfeier zu gestalten, da gar nicht mehr wie 15 Personen anwesend sein dürfen. Das war eine sehr neue Erfahrung, auch für mich. Aber dann ist etwas passiert. Als wir auf dem Weg zur Grabstelle waren, fiel mir plötzlich ein besonderes Grabmal in den Blick. Und da stand etwas drauf, das hat mich die ganze Woche in meinen Gedanken begleitet. Und da stand drauf, Gottes Wille kennt kein Warum. Warum? Weil wir Gottes Willen absolut vertrauen können. Auch ohne eine Erklärung, auch ohne irgendwelche Begründungen. Unser Vertrauen auf Gottes souveränen Willen und gnädigen Willen, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Stabilitäten, das sind die Dinge, die wir ja brauchen in unserem Leben. Ja, seit einigen Wochen sind wir jetzt mit diesem Thema Gnade Gottes in unseren Predigten unterwegs und heute soll es ganz besonders um diesen Aspekt gehen: Sicherheit, Gewissheit, Stabilität, ganz besonders emotionale Stabilität. Wir sehnen uns alle nach Sicherheit, nach etwas, auf das wir uns wirklich verlassen können, etwas, das stabil ist. Und das ist in Zeiten wie diesen eine besondere Herausforderung. Im Psalm 23 sagt der Verfasser, der König David, und übrigens war Zeit seines Lebens Krieg in seinem Land, er hatte viele Herausforderungen, aber er sagt im 6. Vers: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Welch ein Votum des Vertrauens Gott gegenüber. Was für ein außerordentliches Glaubensbekenntnis Gott gegenüber. Diese Worte schrieb ein Mann namens David und sein Leben war von vielen Herausforderungen und leidvollen Erfahrungen und Prüfungen geprägt. Und er hat die Worte nicht geschrieben, als es ihm gerade richtig gut ging. Er erfolgreich war, immer gesund und alles hat immer gepasst. Nein, er hatte viele Herausforderungen und Kämpfe in seinem Leben zu bestehen. Und dass er wusste, wer Gott ist und seine Beziehung zu Gott pflegte, das gab ihm Sicherheit. Das gab ihm emotionale Stabilität in seinem Leben. Nun, Gnade ist ja wirklich ein Schlüsselbegriff des christlichen Glaubens. Gnade aus der Sicht Gottes ist ein unverdientes Beschenktwerden.
In der Gnade Gottes zeigen sich seine Wohltaten uns Menschen gegenüber, sein Wohlwollen, seine liebevolle Zuwendung und all das komplett unverdient. Er schenkt es uns. Niemand kann sich die Geschenke Gottes in irgendeiner Form verdienen. Und den Zugang zu dieser Gnade, den bekommen wir allein aufgrund des Glaubens, aufgrund unseres Vertrauens zu Jesus Christus und zu dem, was er am Kreuz für uns Menschen getan hat. In diesen Tagen oder in Zeiten wie diesen oder in den Zeiten von Corona, das sind so Begriffe, die ich in den letzten Wochen immer wieder und immer wieder gehört habe. Und in diesem Zusammenhang stellen sich die Menschen unheimlich viele Fragen. Was werden die Folgen dieser Krise sein? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was wird es mit unserer Wirtschaft tun? Was wird es mit der Weltwirtschaft tun? Werde ich meinen Arbeitsplatz nach dieser Krise noch haben? Wird mein Unternehmen wieder anlaufen? Wenn ja, wie? Wie wird unser Lebensstandard sein? Werden wir noch unseren Wohlstand haben? Können wir einfach irgendwie wieder zur Tagesordnung übergehen oder wie wird dann alles aussehen? Diese und tausend andere Fragen beschäftigen die Menschen in unserer heutigen Zeit. Manche haben Angst vor der Zukunft, andere ignorieren die Situation komplett. Wieder andere sind vielleicht tatsächlich so richtig optimistisch und sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, es wird alles wieder gut. Wieder andere werden in dieser Zeit in besonderer Weise nach Gott fragen und ihn suchen. Andere werden Gott ablehnen und ihn vielleicht sogar verfluchen. Sie fragen sich, wenn dieser Gott ein Gott der Gnade und ein Gott der Liebe ist, wie kann er nur so schreckliche Sachen zulassen? Menschen werden sich die unterschiedlichsten Antworten geben lassen oder sich selbst geben. Ich habe mir auch eine Antwort für heute hier zurechtgelegt. Und zwar folgende: Menschen, die sich der Gnade Gottes und seinem Willen anvertrauen, die werden innerlich gefestigt und entwickeln unabhängig von ihren Umständen, von ihrer Lebenssituation, eine emotionale Stabilität. Und das, ohne unbedingt wissen zu müssen, wie alles werden wird. Nun, welche Antworten gibt uns denn die Bibel auf Zeiten der Krisen, auf Tage wie diese, wie wir das so oft hören? Welche Antworten kann die Bibel auf unsere Grundbedürfnisse wie Sicherheit und Stabilität geben? Ich bin ganz ehrlich, ich selbst bin durch eine längere Phase gegangen, in der ich emotional überhaupt gar nicht stabil war. Und ich hatte mit merkwürdigen Angstzuständen zu kämpfen, das kannte ich gar nicht in meinem Leben. Und ich habe den Eindruck, dass ich da auch noch gar nicht ganz durch bin, aber eins tue ich. Ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf seine Gnade in meinem Leben. Deswegen bedeutet mir selbst diese Predigt heute besonders viel. Gottes Gnade ist wie so ein sicherer Anker. Gottes Gnade ist der Fels in der Brandung. Gottes Gnade ist das Fundament meines Lebens, auf dem ich mein Leben gründen und aufbauen kann. Ich möchte uns nun einen Bibeltext vorlesen aus dem Brief, den der Paulus geschrieben hat an die Christen in Rom, Kapitel 8, Vers 18. Da sagt er folgendes: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ich bin ganz sicher, leitet Paulus seinen Satz ein. Ich bin, das redet ja von Identität. Paulus wusste, wer er ist. Jeder Mensch hat eine bestimmte Identität. Ich bin nicht nur einfach der Jürgen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin berufen, die gute Nachricht von Jesus Christus zu predigen. Das ist meine Identität, die er mir gegeben hat. Und Menschen, die eine klare Identität haben, die haben auch eine emotionale Stabilität.
Sicherheit, ein menschliches Grundbedürfnis, zum Beispiel die Sicherheit des Arbeitsplatzes. In der Politik spricht man von der sogenannten inneren Sicherheit und da geht es um den Schutz vor den Verbrechen unserer heutigen Zeit, Verbrechen aller nur denkbaren Art. Und in Zeiten wie diesen stellen sich die Menschen natürlich viele, viele Fragen. Wie sicher sind eigentlich noch unsere Renten? Wie sicher sind wir vor Terrorismus? Und es gab ja auch viele Lebensmittelskandale. Wie sicher sind eigentlich unsere Nahrungsmittel? Wie sicher sind unsere Ersparnisse in Zeiten von Nullzinsen? Wird davon irgendwas noch übrig bleiben oder wird sogar noch was abgezogen? Negativzinsen nennt man das. Wie sicher sind wir vor Krankheiten? Wie sicher sind wir vor solchen Virusinfektionen wie Corona? Viele andere Fragen mehr stellen sich die Menschen heute. Und es bringt ihre Ängste und ihre Unsicherheit zum Ausdruck. Sicher ist nur eins, dass nichts sicher ist. Und dieser Gedanke raubt vielen Menschen ihre emotionale Stabilität. Und jetzt kommt dieser Paulus daher mit dieser sagenhaften Formulierung: Ich bin ganz sicher. Nicht ein bisschen, sondern ganz sicher. Ja, worüber ist er sich denn sicher? Dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, und hier wird auch das Folgende deutlich: Es gibt Leiden in dieser Welt. Kein Mensch hat irgendein Leben versprochen gekriegt, das auf Rosen gebettet ist, das ohne Herausforderungen einfach so an uns vorbeizieht. Aber, und das ist ein ausgesprochen positives Aber, diese Leiden sind nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ja, die Welt wird nach dieser Krise sicher erstmal nicht mehr die sein, die wir kennen und die wir lieben. Wir können auch davon ausgehen, dass so manches Unternehmen nicht überstehen wird, dass so mancher Arbeitsplatz verloren gehen wird und dass viele Menschen trauern werden um Angehörige, die durch diesen Virus ums Leben gekommen sind. Und dennoch möchte ich sagen, aber es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Sicherheit. Und es ist eine Hoffnung und Sicherheit, die bei weitem über das hinausgeht, was wir in mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können, im Heute, Hier und Jetzt. Eine Hoffnung und Sicherheit, die weit über den Tod hinausgeht. Diese Hoffnung und Sicherheit begründet sich auf Gottes Gnade. Diese Hoffnung und Sicherheit begründet sich auf sein Wohlwollen, auf sein Zuwenden, auf seine Gnade in unserem Leben. Und sie begründet sich schließlich auch auf unser Vertrauen zu ihm. Durch den Glauben an Jesus Christus beschenkt Gott uns mit seiner Gnade. Ja, Gott verspricht uns seine Herrlichkeit. Das heißt, er verspricht uns sein Leben. Und das ist ein Leben von ewiger Qualität, ein Leben, das in dieser Welt einen Unterschied machen kann. Und das Leid und die Herausforderungen, die uns in unserer heutigen Zeit und in unserem Leben begegnen werden, sind im Vergleich dazu nichts dagegen. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, wird uns beschrieben, wie diese Herrlichkeit aussehen wird und was Gott da für uns tun wird. Und ich finde das bemerkenswert, Gott gewährt dem Schreiber dieses Buches einen Blick in den Himmel. Er gewährt ihm einen Blick zum Thron Gottes hin. Wir haben heute schon gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Da ist Gott. Und der Schreiber hat das Vorrecht, dort einen Blick hinwerfen zu dürfen, einen Blick in die Ewigkeit. Und dann schreibt er folgende Worte auf, die Gott ihm gesagt hat, dass er sie aufschreiben soll. Und er sagt in Kapitel 21, Vers 3 und 4, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten
unter den Menschen sein. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Was für eine Perspektive. Und dann wird Gott etwas ganz Konkretes auch mit uns Menschen tun, wenn wir bei ihm ankommen. In Vers 4 heißt es, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Denn das, was einmal war, Krankheiten, Ungerechtigkeiten, Kummer, Schmerz und Leid und all die Dinge, die uns begegnen und vor allen Dingen der Tod, er wird nicht mehr sein. Und Gott will uns Menschen ermutigen. Und er möchte gerne, dass du auf das hörst, was er dir sagen möchte. Siehe, ich mache alles neu. Und das kann schon heute beginnen, dass du durch Gott erneuert wirst, wenn du dich und dein ganzes Leben ihm anvertraust. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich möchte dir heute sagen, Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Ja, wohin gab er ihn denn? Er gab ihn an das Kreuz. Dort sollte er für die Sünden der ganzen Welt sterben. Und dort hat er den Menschen mit Gott versöhnt. Und dann kommt etwas sehr Interessantes, obwohl ich diesen Vers gefühlte tausendmal schon gelesen habe, heißt es dann, ein ganz bestimmter Zweck wird damit verfolgt. Damit alle. Wirklich alle? Nein, eben nicht alle. Sondern alle, die an ihn glauben. Alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, alle, die ihr Herz für ihn geöffnet haben und ihm Einlass in ihr Leben gewährt haben, das bedeutet ja Glauben. Glauben heißt nicht irgendwas, es ist imaginär irgendwo in der Luft und hat mit unserem Leben nichts zu tun. Ein Glaube heißt Beziehung zu Gott eingehen. Alle, die an ihn glauben, mit denen passiert etwas nicht zugrunde gehen. Alle, die an ihn glauben, werden nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Was für eine Perspektive, was für Aussichten für die, die an Jesus Christus glauben. Diese Aussichten sind nicht einfach nur irgendeine vage Hoffnung, um alles, was uns so widerfährt, irgendwie besser ertragen zu können, sondern dass wir schon jetzt voller Zuversicht zu Gott das Leben in die Hand nehmen. Ich möchte Martin Luther zitieren. Was der manchmal so vom Stapel gelassen hat, das hat mir immer sehr gut gefallen. Er hat einmal gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich noch heute einen Apfelbaum. Das ist für mich ein Beispiel von Identität. Das ist für mich ein Beispiel von emotionaler Stabilität. Da weiß jemand, was ihn in der Zukunft erwarten wird, wenn diese Welt einmal nicht mehr sein wird. Übrigens steht in der Schrift auch, ich zitiere sinngemäß, durch Gnade wird das Herz fest. Gott will uns ein festes, starkes Herz geben, Stabilität in unseren Gefühlen, in unserer Seele, in unseren Emotionen. Das soll aber auch so ein Beispiel dafür sein, nicht in Lethargie und Pessimismus zu verfallen, sondern und die Zeit irgendwie totzuschlagen, sondern jetzt erst recht mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Gott und unseren Mitmenschen zu dienen. Der Auftrag, in die ganze Welt zu gehen und die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten, der besteht weiter. Die gute Nachricht von Jesus Christus hat keine Ausgangsbeschränkungen. Überall werden jetzt Online-Gottesdienste und alle möglichen Angebote gemacht und wir erreichen auf diese Weise noch viel, viel, viel mehr Menschen als an einem zeitlich begrenzten Ort. Tausende von Menschen werden in diesen Tagen
die Botschaft von Jesus Christus hören. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie gehen wir jetzt mit diesen Herausforderungen und Krisen in Zeiten wie diesen eben, wie gehen wir damit um? Ich möchte dazu gerne ein paar anregende Fragen stellen. Wie möchtest du deinen Alltag gestalten? Welche Prioritäten willst du setzen? Mit welchen Inhalten wirst du deine Zeit füllen? Wie wirst du ganz konkret deine Zeit mit Gott gestalten? Wie wirst du in dieser Zeit deiner Ehepartnerin, deinem Ehepartner dienen und Gutes tun? Was wirst du in dieser Zeit, wo wir so wenig soziale Kontakte haben, was wirst du in dieser Zeit für deine Kinder tun, wenn du jetzt deine Kinder zu Hause betreuen musst und das vielleicht gar nicht gewöhnt bist, weil sie immer im Kindergarten, in der Schule oder in der Tagesstätte sind und jetzt bist du herausgefordert, dich selbst um sie zu kümmern? Wie wirst du in dieser Zeit deinen Kindern dienen? Was wirst du tun, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen? Noch einige Schlussworte. Herausforderungen und Krisen dienen nicht dazu, uns zu schaden. Herausforderungen und Krisen dienen dazu, dass es uns zum Guten dienen muss. So steht es in der Bibel. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 sagt der Paulus, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dient alles, was geschieht, zum Guten. Das ist doch mal eine Ansage und eine Perspektive. Alles, was geschieht, dadurch lernen wir, auf Gott und seine Gnade zu vertrauen und eben nicht auf uns selbst und auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und es bedeutet nicht, dass alle Probleme einfach nur so mir nichts, dir nicht an uns vorüberziehen. Nein, das bedeutet, mit Krisen umzugehen. Ich möchte empfehlen, dass du mal hineinschaust in den Leiterblock, ein Pastor aus Gifhorn, der Lothar Kraus, wie er mit 4 Wochen Quarantäne und mit der Infizierung dieses Virus umgegangen ist. Nachzulesen im derleiterblock.de. Alle Umstände, alle Herausforderungen, jede Krankheit, jede Krise, egal was uns begegnet, Gottes Absicht ist und bleibt es, uns zu dienen und uns Gutes zu tun. Wir können mit unserem Verhalten definitiv einen Unterschied in dieser Welt machen, indem wir diese Identität in Jesus Christus haben und durch seine Gnade eine emotionale Stabilität ausstrahlen. Höre, was Gott dir jetzt zuspricht. Psalm 103, Vers 4. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das möchte ich dir jetzt ganz bewusst auch zusprechen. Jesus Christus hat nie danach gefragt, was ihm das bringt, wenn er hier auf die Erde kommt, um für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Sein Fokus war darauf gerichtet, uns durch seine Liebe und Gnade mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Ich rufe dich heute, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich verbinden mit deinem Schöpfer. Jesus Christus steht vor deiner Tür, vor der Tür deines Herzens und er klopft an. Und in der Bibel heißt es, alle, die ihm aufmachen, alle, die ihn aufnehmen in ihr Herz, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Dann bekommst du ein neues Leben, eine neue Identität. Aus diesem Grund möchte ich dich einladen, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und wenn du das noch nie gemacht hast und du heute beginnen willst, mit Jesus zu leben, dann kannst du gerade jetzt mit mir folgendes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir all meine Sünden.
Ich vertraue dir und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Gott, sei mein Retter, sei mein Freund. Erfüll mich mit deinem Geist und hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen. Ja, wir sind am Ende der Predigt angekommen und ich möchte dich jetzt einladen, noch auf einen wunderbaren Liedvortrag zu hören. Und während dieses Liedes kannst du über alles, was du jetzt in dieser Predigt gehört hast, noch einmal ganz persönlich nachdenken. Ich möchte gerne noch abschließend ein Gebet sprechen. Herr, ich möchte dir danken für deine Treue. Ich möchte dir danken für das, was du für mich geworden bist. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Und meine Bitte ist es, dass du alle unsere Zuhörer, die heute hier gewesen sind im Online-Gottesdienst, jeden Einzelnen auf wunderbare Weise segnest. Amen. Ja, vielen Dank an Hannes für diesen Liedbeitrag. Aber I belong to you. Vater, ich gehöre zu dir. Das sind echt starke Sätze. Und das wünschen wir uns auch für dich, dass du das zu Gott sagen kannst. Vater, ich gehöre zu dir. Ja, ich hoffe, du hast dir auch die Zeit nochmal genommen, kurz über die Predigt nachzudenken, über das Gesagte nachzudenken. Wenn du noch Gebet brauchst, wenn du echt den Eindruck hast, ich will mit jemandem zusammen beten über verschiedenste Anliegen, auch wenn es nicht um die Predigt geht. Hier unten hast du einen Button, auf dem steht Bitte um Gebet. Und ich mache dir Mut, benutze diesen Button, klick drauf, gib deinen Namen ein, gib dein Anliegen ein. Es wird sich jemand bei dir melden, einer der Pastoren. Und die werden dann mit dir zusammen beten. Ja, wir sind langsam am Ende des Gottesdienstes angekommen. Cool, dass du dran geblieben bist und auch echt cool, dass du uns diesen Gottesdienst miterlebt hast. Ich will euch am Ende jetzt noch ein paar Infos geben. Und zwar, wir haben hier oben eine Leiste mit verschiedenen Button, Website, Kontakt
und Spenden und auch weitere Infos. Unter weitere Infos findest du die verschiedenen Online-Angebote, die wir als City Church geschaffen haben. Klick dich einfach mal rein, von Powergebet bis zu Kurzimpulsen findest du hier nochmal eine Übersicht. Ja, diese ganzen Online-Angebote. Viele fragen sich schon mal, wie schaffen wir die überhaupt? Und zwar, wir haben dazu jemanden, der sich bereit erklärt hat, sein gesamtes Equipment für uns zur Verfügung stellen, um das alles aufzuzeichnen und aufzunehmen. Deshalb haben wir als Kirche uns gedacht, es wird Zeit, uns eigenes Equipment dafür anzuschaffen. Wir haben diese Woche das erste Mal die Möglichkeit, auch online eine Kollekte einzusammeln. Und diese Kollekte wird hauptsächlich dafür verwendet, eine neue Kamera für die Kirche zu kaufen. Ja, wie sammeln wir die Kollekte ein? Hier oben findet ihr auch den Button Spenden. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die Übersicht von unserer Website, wo auch unsere Kontodaten stehen. Aber wir haben diese Woche auch das erste Mal die Möglichkeit, über PayPal zu spenden. Das heißt, wenn du jetzt einfach im Sinn hast, für die Kamera der Kirche eine Spende abzugeben, klick da drauf und spende über PayPal den Betrag, den du von Herzen geben willst. Dazu mache ich dir Mut. Ich finde es super, dass unsere Techniker dieses Angebot jetzt geschaffen haben, um auch so zu spenden. Zum Abschluss will ich auch noch Danke sagen an alle, die mit uns Sonntag für Sonntag diese Angebote hier gestalten und auch unter der Woche. Und ich will mit uns zusammen nochmal beten. Ich mache dir Mut, schließ die Augen, konzentriere dich noch einmal auf Gott, auf Jesus. Danke, Jesus, dass der Gottesdienst ein Ort deiner Gegenwart ist. Danke, dass wir alle zusammen, da wo wir sind, in deine Gegenwart kommen können. Ich danke dir, dass du uns immer wieder dein Wort hören lässt durch die Predigt, dass wir immer wieder zu dir kommen können im Lobpreis, dass wir mutig vor deinen Thron kommen können. Hilf uns, das auch im Alltag zu machen, dass wir immer wieder vor deinen Thron kommen, immer wieder deine Gnade annehmen und immer wieder, ja, einfach mit dir Gemeinschaft haben. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles Menschliche begreifen und verstehen. Er bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Seid gesegnet. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Amen.